So, willkommen zur TSM 2. Card ist das Motto. Ganze 6 Leute sind wir von den 9, die mitmachen wollten. Und ja, wir fangen einfach mal an. Wenn irgendeiner es noch schafft, dann kann er ja die kommenden Rennen mitfahren, kriegt halt das erste oder zweite oder was weiß ich, wie viele Rennen nicht gepunktet. Ganz kurz, bevor es losgeht. Wir fahren heute 4 Läufe, nämlich Autumn Ring Mini, Card Space 1, Card Space 2 und GT Arena. In welcher Reihenfolge weiß ich gerade nicht genau, das muss ich dann nachgucken. Ja. Diese 4 Läufe, die jeweils so 15-20 Minuten gehen sollten. Und dann schauen wir mal, wie es dann am nächsten Tag läuft, denn da fahren wir die Rückrunden, nämlich rückwärts auf den gleichen Kursen, ob da dann mehr Leute da sind. So, ich drücke jetzt auf Start. Ich hoffe, ich habe das richtige Ding. Ich teste mal eben kurz, ob ich noch das richtige Getriebe habe. Da hatte ich jetzt keine Zeit mehr zu gerade. Okay, ist das Richtige. Dann geht's los. Wäre ja bitter, wenn ich jetzt das Getriebe ausgewählt hätte, was eigentlich für Card Space gedacht ist, denn die Strecke ist dann doch wesentlich langsamer zu fahren. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich hoffe, meine Kopfhörer sind nicht zu laut, sodass es gehört wird, denn ich habe immer noch nur die halboffenen zur Verfügung stehen. Ich muss mir endlich mal neue Klinkenkabel für den anderen Kopfhörer kaufen. Ich könnte es auch noch ein bisschen leiser drehen. Komm, drehe ich es bei mir noch mal eben ein bisschen leiser. Wir müssen eh noch ganze 10 Sekunden warten und da kommt noch ein Ladebildschirm und dann stehen wir im Startgrid. So. Ja, falls es euch zu laut ist, das Rumgebzzz, dann könnt ihr das ja anmerken. Und dann kann ich das vielleicht für die kommenden Folgen noch justieren, denn gerade hier bei Card, wenn man ein fast durchgängiges Geräusch hört, finde ich es nicht so schön, das im Hintergrund relativ laut zu hören. So, jetzt konzentrieren wir uns und... Ja, mein Start war nicht so gut. Aber Proto ist noch schlechter weggekommen vorne. Und ich arbeite mich auf die 4 vor. Wieso fahre ich jetzt eigentlich wieder in der Ansicht? Boah. Okay. Irgendwo da ist noch ein Toyota. Ist jetzt hinter mir oder neben mir? Ich hätte meine Karte größer machen sollen. Vor dem nächsten Rennen mache ich, glaube ich, meine Karte ein bisschen größer. Zwischen den Rennen haben wir jeweils 5 Minuten Pause. Um nochmal Getriebe einzustellen oder sowas halt. Achso, Toyota ist da vorne. Da haben wir gerade eben Proto noch neben mir. So, greifen wir an. Ich möchte dazu erwähnen, ich bin nicht Probe gefahren. Außer gerade eben ein bisschen Getriebetests. Und ich weiß noch nicht, was die ideale Tankstrategie ist. Ich befürchte fast, dass man hier zweimal rein muss. Guck ich das an. Wir haben schon eine Menge weg. Und immer schön aufpassen, nicht zu weit rauszukommen. So wie GT-Fan da vorne. Aber besser dann übers Gras fahren, als gegenzulenken, weil dann hast du schon verloren. Mist, viel zu weit rauszukommen. Scheiße. Übrigens gibt es diesmal keinen Bonus für die schnellste Rennrunde. Ja. Nein! Erstmal vom Gas gehen, das ist das Wichtigste. Dann ziehen die vielleicht weg, aber es ist schlimmer, da durchzutreten und dann ganz den Anschluss zu verlieren. Ich meine, da kann noch viel passieren. Wir sehen es in Runde 4 von 30. Und der Tank ist schon halb leer fast, ey. Unglaublich. Also eigentlich wollte ich ja die Tanksachen ungefähr so einstellen, dass wir da auf einmal tanken kommen.
sodass man dann einen gewissen taktischen Spielraum halt hat. Ich gehe vielleicht dann rein, wenn ich in einem Zweikampf stecke. Aber so ist schon krass. Ich hätte auch das Ding-System nehmen können hier, du musst einmal tanken oder du musst einmal in die Box fahren, System, was GT zur Verfügung stellt. Aber nachdem wir da beim ersten Community-Rennen Probleme mit hatten, naja, ne, müsste man nochmal testen, ob das mittlerweile komplett funktioniert. Und den Reifenverschleiß nur auf schnell zu stellen, also ist momentan noch sehr schnell, ist auch nicht die Lösung, weil auf schnell verbrauchen die Dinger dann überhaupt nichts. Das skaliert sehr komisch. Oh, GT fährt mit einem Abflug. Ja, und jetzt guckt euch mal an, wie viel so ein Abflug da kostet. Jetzt haben wir natürlich das folgende Problem. Toyota ist vorne, fährt schnelle Zeiten und hat jetzt halt keinen GT-Fan mehr an der Backe. Kann jetzt alleine fahren, kann wirklich seine 35,8 oder vorhin waren es noch ein bisschen weniger, da Runde für Runde hinlegen und ich komme da nicht ran. Aber jetzt nichts riskieren, schön vorsichtig und konstant erstmal fahren. Also man merkt bei meiner Getriebeeinstellung, dass sie durchaus so gedacht ist, dass man sehr oft sehr, sehr hochtourig fährt und deswegen rutsche ich so viel rum. Ist beim Standardgetriebe nicht so. Ist aber ein Fahrverhalten, was mir eher liegt. Ey, meine Zeiten sind echt nicht gut. Also nicht gut genug, ich komme halt nicht ran, ne? Na, hier verliere ich immer. Links auf dem Gras gewesen und wieder Zeit verloren. Jetzt sind wir wieder bei ziemlich exakt plus minus null. Ich glaube, ich habe eine Tausendstel verloren. Oh, die erste Überrundung. Hat ganz gut funktioniert. Es ist natürlich immer sehr verlockend, die Curbs relativ stark anzufahren, aber auf Kartspace okay, da werde ich es wahrscheinlich machen, aber hier ist das echt nicht toll. Und ich werde jetzt, glaube ich, nach der Runde mal reingehen und damit steht fest, ein Stop reicht nicht. Oder schaffe ich noch eine? Ne, ich geh lieber rein. Okay, wie viel tanke ich denn? Ich möchte einfach mal gucken, wie viel 3 Liter ausmachen. So, wer kommt da von hinten? Kann ich jetzt gerade nicht gucken. Schade. Okay, Mika ist an der Box, Proto ist vorbei.
17 Sekunden Rückstand auf Toyota. Jetzt gebe ich natürlich erstmal Gas, ne? Schön rumrutschen, weil es cool aussieht. Und Zeit kostet. Alter, im Endeffekt sogar Zeit verloren. Wahrscheinlich weil meine Boxen einfach zu scheiße war, da bin ich zu langsam reingefahren. Oder er hat weniger getankt, kann natürlich auch sein. Das war riskant. Das war sehr riskant. Das darf ich mir nicht nochmal erlauben. Mann, ich war schon im fünften. Scheiße. Mann. Irgendwie tut mir mein Fuß weh. Ich sitze heute also nicht so gut. Wenn ich nach 10 Minuten schon einen Krampf kriege, ey. Alter Schwede. Das war jetzt sehr sauber gefahren. Boom, Bestzeit. Zu weit rausgekommen. Und so eine Runde geht noch, oder? Ja. Und dann tanke ich einfach voll. Sicher ist sicher. Ich komme ran, das ist schon mal gut. Ich meine, ich habe ja noch 10 Runden. Noch etwa 6 Minuten Zeit. Okay, da kann man echt Vollgas reinfahren und ich Trottel bin da so langsam reingefahren. 4 Liter soll ich tanken? Das glaubst du reicht? Ich nehme mal 5. Ich meine, eigentlich schlägt der es ja immer richtig vor, aber ich vertraue dem da nie so ganz. Stell dir vor, selbst 5 reichen jetzt nicht, das wäre ja Hölle. Okay, so. Verdammt.
Verdammt. Scheiße, jetzt ist Mika natürlich genau an mir vorbei. Hätte ich doch mal 4 genommen. Jetzt muss ich mich erstmal mit Mika betteln. Komm, Mika, mach einen Fehler. Bitte, bitte, bitte mach einen Fehler. So kriege ich Toyota nie. Ah, jetzt in. Sehr gut verbremst, vielen Dank. Jetzt muss ich natürlich draufbleiben, sonst kommt Mika direkt wieder von hinten. So, 21 Sekunden Rückstand, das ist ziemlich viel. Hey, meine Bestzeit. Mir ist das Zeit gekostet, aber Mika hat die Kurve ordentlich gut getroffen. Verdammt. Ich meine, ich konnte ihn abfangen, ich habe Schadensbegrenzung ganz gut betreiben können. Aber ist wieder vorbei. Mann, wäre ich mal eine andere Strategie gefahren. So erst voll tanken und dann 3 Liter Alk. Sehr schön, noch im letzten Moment reingezogen. Ist aber eine sehr riskante Sache, ey. Da kannst du aber schnell abfliegen. Na, aber hätte ich den gerade eben nicht retten können, wäre da echt, ne? Da wäre ein ruckzuck 10 Sekunden weg gewesen. Von einem kleinen Fehler. So, jetzt müsste Toyota aber auch langsamer rein. Also ich glaube spätestens übernächste. Oder er hat Glück und schafft's irgendwie. Ah, jetzt ist er drin. So, komm, Gas jetzt. Ich muss direkt an ihm dran sein. Alles andere bringt nichts. Ich muss ihn einschüchtern. Er muss einen Fehler machen. Bin nicht mal ansatzweise dran. Ne, der Zweikampf hat so viel Zeit gekostet und dann noch der Fehler dazu, ne?
Mach einen Fehler. Naja, da jetzt Stück für Stück ranzukommen, das heißt jetzt auch nichts mehr. Jetzt fährt Toyota das sicher nach Hause, da braucht er kein Risiko mehr eingehen. So, was hast du davon? Jetzt überhole ich dich halt nach dem Ziel. Ja, gutes Rennen. Spannendes Rennen vor allen Dingen, bis zum Ende hin. Mit schönen Zwischenbegegnungen, würde ich mal sagen. Deswegen mag ich Boxenstops auch so, nicht nur, wenn man... Zum einen noch dieses taktische Element hat, so ich gehe dann rein und dann geht der rein, sondern auch, weil man dadurch, dass der eine vielleicht früher reingeht als der andere, in dem Fall jetzt bei mir und Mika so, dass dadurch, dass ich früher reingegangen bin oder weniger getankt habe und dadurch das zweite Mal früher rein bin als Mika, haben wir halt wieder ein schönes Duell gehabt, obwohl wir so jetzt 18 Sekunden auseinander liegen. Ja, deswegen war das ganz geil. Oder auch, wen auch immer ich da überholt habe in der Runde als Toyota in der Box war, ja, der da rauskam, da musste ich mich schon ziemlich hart dran vorbeibremsen. Ich wusste ja nicht genau, wer es ist. Dafür hätte ich die Nummern auswendig lernen müssen. Und das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich faul bin. Ich weiß nur GT-Fans Nummer. Das ist die 99, weil der nämlich genauso unkreativ ist und keine persönliche Nummer hat. Und deswegen habe ich die 1, weil ich nämlich auch unkreativ bin und keine persönliche Nummer habe. Deswegen bin ich einfach bei der 1 geblieben. Wobei, ich glaube, Mika hat die 45. Rufus hat irgendwas mit 20. Proto hat, glaube ich, die 8. Und Toyota irgendwie 40, 45, sowas. Ich glaube es, ich weiß es nicht genau. Kann mich auch irren. Oder jetzt Zahlen durcheinander gebracht haben. Vielleicht hat auch Toyota die 8. Ich kann mich nur an das erinnern, was ich so übers Rennen gesehen habe. Aber ja, war ein gutes Rennen, oder? Also ich finde das extrem spannend, so Kart zu fahren, weil halt, ich meine, 3 Sekunden sind ziemlich viel im normalen Rennen. Ja, versuch mal 3 Sekunden aufzuholen, wenn du höchstens 0,3 pro Runde gut machen kannst. Aber so ein Fehler? Guck mal, da ist die 14. Wer ist denn die 14? Ist das Toyota? Man weiß es nicht. Ich glaube, das ist dann Toyota. Naja. Genau, 45 Toyota, ja genau, was bin ich denn für ein Trottel? Mika hat doch die 45. Ja. Auf jeden Fall. War ganz geil. Schon mal so. Dann macht Justin gleich noch mit. Sind wir 7? Aber jetzt sind gleich erstmal 5 Minuten Pause angesagt, damit jeder vielleicht nochmal Getriebe testen kann oder sonst was. Pinkeln gehen. Und ja. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir in umgekehrter Reihenfolge starten. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.